Okay, nochmal von vorne. Und zwar musst du mich ganz kurz auf nicht stören machen, weil sonst werde ich voll gespammt und kann mich gar nicht konzentrieren. So, aber ich starte einfach mal. Und zwar sind wir jetzt, glaube ich, mal officially live. Und ich fange einfach mal direkt an mit dem Intro. Und zwar haben wir heute das Vergnügen, ein Live mit Miguel zu erleben. Ich darf das auf jeden Fall führen. Ich darf ihn interviewen. Mega große Ehre. Ich erzähle euch einfach mal ganz kurz was, wer Miguel überhaupt ist, bevor er sich kurz selber vorstellen darf. Und zwar Miguel, unser Crown Leader. Was ist denn überhaupt ein Crown Leader? Müsst ihr euch vorstellen, Miguel ist seit 6 Jahren hier in dem Business dabei, hat ein siebenstelliges Jahreseinkommen, ist nach Dubai ausgewandert. Und ihr müsst euch vorstellen, wie lange bin ich jetzt dabei? Seit 15 Monaten ungefähr. War er einfach schon da. Und ich konnte. Also ich kannte ihn schon von Tag 1 an, aber er kannte mich nicht, ist ja klar, ich war ja auch neu. Und von Tag 1 an habe ich mir einfach schon super viel von ihm abschneiden können. Also er ist eine Inspiration durch und durch. Und ich war jetzt auch in Dubai vor einer Woche oder vor ein paar Tagen, habe ich auch mit ihm treffen dürfen. Und ihr müsst euch mal vorstellen, du sitzt einfach da so an einem Tisch mit jemandem, der siebenstellig im Jahr verdient, der eine Inspiration ist, der, also den eigentlich jeder treffen möchte, mit dem jeder sprechen möchte, von dem jeder Tipps haben möchte. Darfst mit ihm da sitzen und mit ihm arbeiten und es verändert dich einfach so, so krass, weil du schon direkt Charakteristiken dir aneignen kannst, schon so direkt irgendwie, so die Art und Weise, wie die Person ist, so direkt irgendwie dir aneignest. Also ich bin zumindest so eine Person und es verändert. Also das Umfeld verändert einen extrem. Deswegen freue ich mich, dass ich euch ihn heute vorstellen darf und dass ihr heute auch etwas mitnehmen sollt. Und Leute, ganz, ganz wichtig, egal, ob du jetzt hier neu bist oder noch gar nicht dabei bist, hör auf jeden Fall zu, weil heute habe ich mir gedacht, er weiß es noch gar nicht, will ich gleich dazu, Miguel, dass wir heute mal richtig Real Talk sprechen. Also die Dinge, die keiner aussprechen will, ich hoffe, du freust dich, Miguel, also auch so richtig Hardcore-Sachen, die eigentlich niemand so richtig sagen will, aber ich möchte einfach, dass ihr das jetzt einfach mal wisst und dass wir die Dinge heute mal ansprechen, die gesagt werden müssen. Okay, also ich hole dich jetzt mal dazu. Das ist immer so eine Sache. Wait What's up, what's up, what's up? minute. Hörst du mich? Hello. Ja, ich höre dich. Nice. So, Jetzt. okay, du bist ein bisschen verpixelt bei mir, aber ich glaube, das ist nur mein Internet. Aber ja. Okay, sehr gut. So, und zwar habe ich dich ja schon vorgestellt. Danke, Miguel, für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr auf das Live. Wir waren auch noch nie live. Also ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, habe aber noch nie mich getraut, dich zu fragen, ich hätte lass mal live gehen. Dachte ich mir nach Dubai kommen. Ich bin jetzt einfach mal so dreist und frage dich jetzt einfach, ob wir live gehen. Und so habe ich dich ja auch schon vorgestellt, Miguel. Am besten wäre es, weil ich habe nämlich coole Fragen vorbereitet, so richtig Real Talk-mäßig. Ich hoffe, du hast Bock drauf, so richtig Real Talk zu sprechen heute. Dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst, wer du bist, damit die anderen auch wissen, wer du bist, und dann können wir direkt starten. Sehr geil. Auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank. Wegen Internet weiß Bescheid, gerne, wenn irgendwas sein sollte, einfach sagen oder hier im Chat. Ist manchmal ein bisschen schwierig in Dubai hier mit den Lives und so. Aber auf jeden Fall, ja, Real Talk is the only language that I speak. Also, es wird geil. Ja, also ich bin Miguel, bin 26 Jahre jung, wohne in Dubai, bin damals in Afrika geboren, in Namibia. Mutter Deutsch, Vater Portugiese, bin mit 5 Jahren nach Deutschland. Ja, rübergewandert, sage ich mal, von dort aus, dann 20 Jahre am Bodensee aufgewachsen, habe dort die Schule gemacht, habe die Schule so ein bisschen von hinten rum gemacht, also erst Hauptschule, ja, dann Gymi mit 21, also Abitur mit 21 gemacht, habe dann immer das große Ziel gehabt, Jura zu studieren. Ich wollte in dem Bereich Investment Banking und irgendwann mal Diplomatie, also für mich war das irgendwie schon so ein bisschen festgesetzt, wo ich so hin möchte. Auch meine portugiesische Familie ist, ja, sind alles irgendwie Akademiker, das heißt, es war für mich klar, ich muss irgendwie Akademiker werden. Und irgendwie ist dann alles ein bisschen anders gekommen, weil als ich dann konfrontiert wurde, damit mein Jurastudium zu beginnen, hat sich dann halt bei mir natürlich auch zum ersten Mal so die Frage aufgestellt, okay, wie finanziere ich das Ganze, wie mache ich das Ganze? Weder meine Eltern waren in der Möglichkeit, das zu unterstützen, noch wollte ich irgendwie vom Amt abhängig sein, also irgendwie BAföG oder so mir holen. Und habe dann gedacht, okay, ich habe jetzt ein paar Monate Zeit bis zum Jurastudium, lass mich einfach irgendwas finden, womit ich ein Business aufbauen kann und lass mich damit einfach was dazu verdienen, damit ich mein Studium finanzieren kann, meine Mutter vom Amt auch wegbekommen, damit ich überhaupt Geld verdienen kann, weil wenn man ja in so einer Wohngemeinschaft ist, dann darf die Mutter oder beziehungsweise der Erzieher sozusagen nicht mehr als ein bestimmtes Einkommen haben, sonst wird es mir wieder angerechnet und so. Das heißt, ich war so ein bisschen in der Zwickmühle und wusste eigentlich so mit einem Business, das ist die einzige Möglichkeit, das Ganze zu lösen.
Und bin dann im Network Marketing gestartet. Und das war für mich schon vor dem Abitur eine Reise, die ich angetreten bin, die nicht so erfolgreich verlief, sage ich mal, in meinem ersten Business. Und nach dem Abitur hatte ich aber dann zum ersten Mal so richtig diesen Drang. Also heißt, ich musste einfach funktionieren und es musste funktionieren für mich. Und dann habe ich mich entschieden, Vollgas zu geben. Hat dann auch sehr gut geklappt. Also ich habe dann einigermaßen was verdient, konnte meine Mutter dann sozusagen in Anführungszeichen freikaufen und für mein Studium sorgen. Und bin aber nach 3 Monaten hauptberuflich gegangen. Also nach 3 Monaten im Studium habe ich gesagt, hey, ich gehe einfach nie wieder. Und ja, der Rest ist Geschichte, sage ich mal. Und ja, genau, jetzt bin ich natürlich ein sehr, sehr glücklicher und gesegneter Leader einer großen Organisation mit übertrieben geilen Leuten und darf die Welt bereisen mit diesen Leuten, Spaß haben, die teachen und auch von denen natürlich vieles lernen, vom Leben viel lernen. Und ich bin selber noch jemand, der versucht, das Leben in jedem Bereich ja, besser zu verstehen und Fragen zu beantworten für mich und für viele Menschen. Deswegen so viel zu mir. Wieder zurück an Ja, dich. ja. Ich finde es gerade so krass, weil du hast gerade vor was Gutes gesagt, dass man das Erfolg nicht nur im Business, sondern in vielen anderen Lebensbereichen auch, wie Beziehung, Familie, Gesundheit und so weiter. Darauf gehen wir auch später nochmal drauf ein. Aber auf jeden Fall richtig geil, dass die Geschichte mit Afrika habe ich auch erst letztens so überhaupt mitbekommen, dass es da gibt, weil ich war so richtig, ich war so, was? Hä? Da steckt ja viel, viel mehr dahinter eigentlich, als es aussieht, weil bei vielen ist es immer so, ah ja, da wurde geholfen, ah ja, er hat es so einfach gehabt, ah hier und da. Es ist bei vielen erfolgreichen Menschen immer so dieses, ist bei dir gerade nach was, Nachrichten an oder wie? Oder wie Ja, war es bei mir? Ich habe irgendwie, das ist, wenn ich auf mich Instagram gerade bin, nicht gehört. kommen die so oder so. Ich habe auch alles auf Ja, Instagram, wenn ich auf Instagram bin. genau. Das ist einfach immer so ein Vorurteil von nicht erfolgreichen Menschen und genau darum soll es heute gehen. Was ist denn der Main-Unterschied? Aber mal mit einer anderen Frage. Was wäre denn eigentlich passiert, hättest du dieses Business nicht durchgezogen? Also war für dich mal so eine Frage, hey, gab es so einen Plan B für dich? Oder war irgendwie mal so, boah, ich schmeiße es jetzt hin? Gab es so eine Phase bei dir? Ja, also ich sag mal, das ist eine krasse Frage, hast mich gerade echt geflasht damit, weil klar, manchmal denke ich schon so, okay, was wäre passiert? Und ich mache mich dann halt immer so ein bisschen über mich selber lustig und sage halt, ey, dann wäre ich jetzt immer noch ein Broker-Jura-Student und würde halt an der Uni sitzen und Bier trinken und halt meine Hausarbeiten schreiben und so ein Scheiß. Und meine Mom wäre halt immer noch hart am Rackern und ja, eventuell, ja, also das Witzige ist auch, dass meine Schwester jetzt in meine Fußstapfen eintritt. Die studiert jetzt gerade Jura im ersten Semester, beziehungsweise hat es gerade fertig gemacht. Also die übernimmt das jetzt so ein bisschen. Aber ja, interessante Frage. Also damals war es bei mir ja so, dass Network Marketing eigentlich Plan B war und Plan A, also das Jurastudium zu finanzieren. Also Plan A war ganz klar Jura. Aber wie gesagt, als ich dann 3 Monate im Studium war, habe ich einfach gemerkt, dass das Business ist, was ich möchte. Und ich habe dann das gemacht, was ich vielen Menschen immer rate, an einem bestimmten Punkt ist halt einfach alle Brücken zu verbrennen. Also ich habe einfach gesagt, ich gehe nie wieder in diese Universität und war auch nie wieder. Also das heißt, mein Plan B wurde dann zu Plan A und Plan A wurde zu, ja, Plan B im Grunde genommen, weil ich habe gesagt, hey, selbst wenn das Ganze hier nicht funktioniert, selbst wenn ich irgendwann mal wieder studieren möchte, ist doch scheißegal, ob ich jetzt mit 21, 22 anfange zu studieren, ob ich 25 nochmal studiere, ob ich mit Ende 30 noch studiere. Ich meine, in meinen Vorlesungen, die ersten 3 Monate hatten wir Leute drin sitzen, die sind 35 oder 40. Es gibt ja niemanden, der mir sagt, wann ich studieren darf und wann nicht. Also heißt, Plan B war schon zu sagen, okay, ich könnte wieder zurück in die Uni. Aber das war jetzt nie so irgendwie ein Hintergedanke oder so darauf, dass ich mich verlassen habe, sondern ich wusste, das wird funktionieren. Und es hat ja zu dem Zeitpunkt auch schon sehr gut funktioniert. Natürlich jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, okay, was ich damals verdient habe und was ich heute habe, die Ehre zu verdienen, dann ist es natürlich was ganz anderes, aber damit kann man ja nicht rechnen. Deswegen, ja, also das war bei mir so, ich habe alles verbrannt. So, ich habe all meinen Freunden gesagt, so, das ist mein Business. Ich habe meiner Familie gesagt, war natürlich auch ein bisschen schwer. Ich weiß noch, ich bin komplett in Tränen ausgebrochen, als ich meiner Mutter gesagt habe, hey, ich breche mein Jurastudium ab, weil man darf das ja auch nicht vergessen, dass ich extra 2 Jahre Wirtschaftsschule gemacht habe und extra 3 Jahre Wirtschaftsgymnasium gemacht habe, damit ich studieren kann. Also heißt, wir haben als Familie 5 Jahre lang darauf verzichtet und meine Mom ist 5 Jahre lang früh aufgestanden, damit dass sie mich zum Bahnhof fahren kann und abholen und keine Ahnung was, damit ich diesen Traum vom Jurastudium machen kann. Also heißt, viel wurde verzichtet dafür, dass ich dieses Studium machen kann. Man darf ja auch nicht vergessen, dass ich hätte in diesen 5 Jahren nach der Hauptschule einfach direkt einen Job machen können, wo ich einigermaßen gut Geld verdiene, wo ich mehr meine Familie unterstützen kann, als Schüler zu sein. Natürlich habe ich irgendwie nie mehr immer Jobs gehabt und so, aber das ist ja ein Riesenunterschied. Das heißt, da war ein Riesenverlust da für diese 5 Jahre und die habe ich dann nach 3 Monaten einfach weggeworfen. Also es war für mich ein sehr harter Moment so, wo ich, wie gesagt, in Tränen ausgebrochen bin, zu meiner Mutter gegangen bin und hat gesagt, hey Mama, ich schmeiß das so. Und meine Mama hat natürlich auch in Tränen ausgebrochen so, aber sie hat mir halt vertraut so. Und ich weiß noch, es ist voll witzig, ich habe damals so, wenn man so nervös ist, dann
spielt man noch die ganze Zeit mit irgendwas rum. So, ich habe damals mit so einem Papier-Kaugummi rumgespielt die ganze Zeit und es so zerknüllt, währenddessen ich es meiner Mama erzählt habe. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich es ihr dann halt einfach gesagt habe, habe so dieses Papierkügelchen so weggeworfen. Meine Mutter hat es heute noch im Geldbeutel. Also heißt, die wird es niemals vergessen. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Und ja, also wie gesagt, steckt schon viel dahinter. Und es war echt hart, so diesen Plan B nach vorne zu schieben, zu Plan A alles zu verbrennen. Und ja, ich meine, jetzt am Ende des Tages natürlich ist es ein krankes Resultat geworden, all in all. Aber an dem Zeitpunkt, ja, auf jeden Fall war sehr hart und ja, Plan B zu Plan A gemacht. Und von dort aus war das immer Plan A und wird auch immer so bleiben. Ja. Krass, richtig, ich bin gerade auch voll geflasht. Ne? Ich musste hier noch die Fragen, darf ich nicht vergessen, deswegen muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Aber krasse Story, also richtig, richtig krass. Jetzt ist mir gerade schon mal eine Frage eingefallen. Oh Gott, die war so gut. Ja, genau. Und zwar hast du ja quasi deinen Plan A zu deinem Plan B gemacht. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele immer denken, boah, die müssen direkt hier alles hinschmeißen und können das nicht so nebenbei machen. Ne? Aber was würdest du den Menschen empfehlen, wenn sie jetzt diesen Gedanken haben, boah, ich habe noch meinen Job und habe noch das und das und das? Also was sollten die am besten mitbringen, damit sie hier auch wirklich profitieren können? Weil ich glaube, viele haben immer so das oder die Ängste irgendwie, wenn ich ja noch meinen Job und mein Studium habe, dann kann ich ja gar nicht erfolgreich werden. Also stimmt es so? Naja, gar keinen Fall. Also ich meine, ich kenne viele Lieder bei uns natürlich selber, beziehungsweise bei mir war es ja genauso, dass ich ja Network Marketing bis zu einem, also bei mir war es ja so, ich war ja hauptberuflich, dann wieder nicht hauptberuflich und dann wieder hauptberuflich, weil zwischendrin war ja ein Studium mit 3 Monaten, sage ich mal, was jetzt natürlich keine lange Zeit ist oder so, aber ich habe ein Network aufgebaut schon davor, als ich, wie gesagt, im Abi saß so und klar habe ich da so ein bisschen eine Pause gehabt, damit ich mich auch aufs Abitur fokussieren kann, aber bei mir war das immer so, ich hatte irgendwie immer einen Job so und habe ein Network gemacht und habe das Studium angefangen und währenddessen Network gemacht, damals auf einem hauptberuflichen Level, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es so ist. Natürlich kommt es immer ganz auf dich selber darauf an, was für eine Situation du bist. So, bei mir war es natürlich damals so, ich habe zu Hause gewohnt, aus irgendwie Miete und mein Kindergeld abzugeben und dann zusätzlich noch Geld draufzulegen, hatte ich keine Kosten. Ich habe den Laptop von meiner Schwester genommen, um zu hustlen. Ich war die ganze Zeit in der Shisha-Bar und hatte da sozusagen wie ein zweites Zuhause, wo die mich immer reingelassen haben und wo ich dann immer gehustelt habe, weil meine Zoom-Calls immer zu laut waren, ab einer bestimmten Zeit, wo meine Mama mich immer rausgeworfen hat. Das heißt, ich hatte ein riesengroßes Support-System hinter mir. Auch meine Freundin damals, die mich immer supportet hat und so. Also, das ist dann schon verdammt wichtig, aber jetzt auf deine Frage bezogen. Was ich halt immer sehe, ist, eigentlich ist Network Marketing dafür da, also beziehungsweise dein Job ist dafür da, deine Rechnungen zu bezahlen, also deine Miete, deine Kosten, dein Essen, was auch immer, dein Auto, was du natürlich halt als normaler Mensch brauchst. Und alles darüber hinaus solltest du ins Business zurückstecken. Also heißt, wenn du mit Network Marketing nebenberuflich anfängst, Geld zu verdienen, dann solltest du nicht, weil du jetzt einmal mehr verdient hast als im Job, sagen, ich gehe jetzt hauptberuflich, sondern du solltest das Geld nutzen, um zu investieren, in die Produkte zurück zu investieren, vielleicht deine Konten zu funden, deine Automatisierung, mehr Geld einzuzahlen, weil dann hast du einfach natürlich auch dieses Investment, diese Investment-Logik dahinter, dass du dir was aufbaust und dass, wenn du irgendwann mal den Move machst und sagst, hey, ich gehe hauptberuflich, dass du Rücklagen hast, so. Natürlich, wie gesagt, es kommt voll auf dich drauf an. Manche Menschen müssen eine Familie ernähren. So. Die können nicht einfach sagen, okay, ich gehe heute hauptberuflich, scheißegal, ob es jetzt gut ist oder nicht in den nächsten Monaten, sondern andere Menschen leiden darunter. Bei mir war das damals, wie gesagt, halt eher chilliger. Wie gesagt, ich bin jetzt 26, bin damals mit 21, 22 gestartet und auch jung. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt 4, 5 Jahre lang in die falsche Richtung gehe, mein Leben sich erledigt hat und ich sagen muss, okay, fuck, ich habe jetzt alles verpasst, sondern ich kann ja immer noch pivoten, ich kann immer noch was anderes machen. Also all in all sage ich immer, bau das Business nebenher auf, bis du an den Punkt kommst, wo du für dich entscheidest und du weißt rational und dein Mentor auch, der dich gut kennt, dir ein Ja gibt. Weil bei mir ist oft so, dass Leute mich fragen, so, weil sie meine Meinung schätzen und sagen, okay, Michael, soll ich hauptberuflich gehen, soll ich nicht? Und es gibt ein paar Menschen, denen sage ich knallhart ins Gesicht, nein. Und es gibt ein paar Leute, wo ich sage, ich sehe das Potenzial in dir, ja. Und bei den Leuten, wo ich Ja gesagt habe, ist es sehr krass geworden. Und bei den Leuten, wo ich Nein gesagt habe, ist es auch sehr krass geworden, weil ja, viele können es halt nicht. Es kommt immer auf die Person drauf an. Manche Leute kommen mit diesem Stress klar. Manche Leute, das ist komplett destruktiv und die fallen dann in ein Loch und nehmen vielleicht Schulden auf oder keine Ahnung was. Und das sollte natürlich auch nicht passieren. Also, es ist sehr situationsbedingt. Ich bin auch kein Fan davon, diese Formeln zu benutzen und zu sagen, ja, du musst Minimum dreifach Einkommen haben von dem, was du im Network verdienst, damit du deinen Job kündigen kannst. Ich weiß nicht, ob man das so sagen soll. Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, es hat sehr viel mit der Person zu tun. Also, heißt, wenn du einen guten Mentor, eine gute Mentorin hast, die dich kennt, ich würde Ihre Meinung abwarten oder vielleicht auch andere Meinungen noch erfragen, was die Leute so über dich denken. Und dann natürlich am Ende des Tages deine Entscheidung. Also, als Rücklagen helfen natürlich immer.
Aber all in all, für mich, weil ich so ein Typ bin, für mich war schon immer so dieses All-in. So, ich habe das gebraucht. So, ich habe das gebraucht, dass ich weiß, fuck, ich habe kein Geld. Ich habe das gebraucht, dass ich weiß, fuck, ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe das gebraucht. Also auch heute setze ich mich in Szenarien selber oder ich kreiere Szenarien in meinem Kopf selber, wo ich mich selber sozusagen belüge und verarsche. Und damit ich mehr, also dass ich halt mehr hasse. So, also ich trickse mich so ein bisschen selber aus. So, weil so wie wir zum Beispiel viele Lieder bei uns hier pushen, müssten wir ja eigentlich gar nicht. So, das macht man ja auch nicht mehr aus dem Grund, dass du irgendwie ums Überleben kämpfst oder, sondern sehr vielen von uns, inklusive mir selber, geht es sehr, sehr, sehr gut finanziell. Aber trotzdem begebe ich mich in Situationen in meinem Mindset, wo ich sage, ich muss da jetzt hin oder ich muss so und so viele Events in so und so viele Tagen machen oder wir müssen so viele Leute impacten oder ja, also so, weiß nicht, man trickst sich da halt rein. Wie gesagt, all in all, um auf den Punkt zu kommen, es kommt voll hart auf dich drauf an, auf deine eigene Psychologie, wie stabil du selber im Leben stehst. Was dein Mindset, weil das Mindset ist nachher das Allerwichtigste, wenn, wie gesagt, ein bisschen mal Rechnungen im Verzug sind oder du vielleicht nur was nicht zahlen kannst oder du knapp bei Kasse bist und dich das so kaputt macht, dass du gar nichts mehr machen kannst und auch nicht mehr hustlen kannst, dann ist es natürlich schlecht. Aber wenn du davon Inspiration nehmen kannst und du deswegen besser rennst, dann machst du natürlich. Also es ist immer eine individuelle Sache, aber das sind so diese zwei Wege, die ich gehen würde und wo ich es abgleichen würde. Richtig gut, voll gut. Mir ist nämlich eine nächste Frage eingefallen gleich dazu. Und zwar, du bist doch jetzt schon eigentlich ziemlich gut an dem Punkt angekommen, wo jeder hin möchte. Also jeder in dieser ganzen Firma, jeder in der Branche guckt so nach oben und sieht zu so dich und du weißt dann auch ganz genau, okay, hey, es geht, es ist noch Luft nach oben, aber von unten aus gesehen wissen wir alle, okay, wir wollen alle dahin, wo Miguel ist. Und du hast ja auch schon extrem viele Menschen kennengelernt. Nicht erfolgreiche Menschen, sagen wir mal Enten und die erfolgreichen Menschen sind ja die Adler. Was findest du, also jetzt mal wirklich ganz ehrlich ausgesprochen, was findest du, tragen die nicht erfolgreichen Menschen bei sich, die zum Beispiel gequittet haben, die aufgegeben haben und zu denen, die erfolgreich geworden sind? Also gibt es da so irgendwie so Mengenunterschiede, die du jetzt einfach mal so raushauen kannst, für Ja. jemanden, der voll ist, aufgegeben hat oder irgendwie voll aufzugeben oder irgendwie gar nicht starten möchte? Ja, also ich glaube, eine Sache, die ich jetzt auch, und das ist ja das Geile bei uns im Business, ich lerne ja auch heute immer noch immer Leute oder immer mehr Leute kennen, zum Beispiel wie ich dich erst vor kurzem richtig, was ist Ja. richtig, aber kennenlernen durfte, Giacomina besser kennenlernen durfte, auch durch diese ganzen Zusammenkünfte, die wir immer haben. Ich meine, wir haben ja jetzt auch mit Jaco den Podcast gemacht so. Und ich habe manchmal auch dreimal schauen müssen, wo sie mir Sachen gesagt hat, wo ich so dachte, wow, so habe ich das noch nie gesehen oder what the fuck. Also all in all glaube ich, und deswegen sage ich das, weil ich immer dazu lerne und meine Antwort kann in ein paar Monaten anders sein als heute. Aber heute, Stand heute, glaube ich, dieser Self-Belief. So was ich irgendwie immer sehe in Leuten oder viel sehe in Leuten, die heute erfolgreich sind, egal in was, waren immer Leute, die irgendwie so diese Selbsteinstellung hatten und schon als Kinder irgendwie gesagt haben, hey, ich werde ein Star, hey, ich werde erfolgreich, hey, Mama, ich werde so diese Irrationalität, so diese Dreamer-Mindset, so ein bisschen dieses Verträumte, so ein bisschen dieses Stupide, so das, also die normale Gesellschaft in der Schule, die Lehrer, deine Mom, dein Dad oder Familie, die sind dann meistens die Kinder, die dann irgendwie, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, über die wurde sich witzig gemacht und lustig gemacht und gesagt, da spinn nur weiter oder ja, hast du große Träume oder hey, keine Ahnung, mach mal langsam oder so. Ich war immer so jemand und die meisten, die ich kenne, die sind genauso. Die haben schon gesagt, wo sie jung waren, gesagt, hey, ich werde erfolgreich, ich werde so ein Auto fahren. Ich habe zu meiner Mom schon mit 12, 13 gesagt, Mama, irgendwann kaufe ich dir ein Haus. Ich habe schon mit 12, 13, 14 gesagt zu Mama, du musst bald nicht mehr arbeiten gehen. Ich habe schon immer gesagt, hey, du kannst hinziehen, wo du es war. Keine Ahnung, es war einfach schon immer so. Und das Krasse ist, wo ich das noch mehr erkannt habe, um diesen Point so ein bisschen zu proven, ist also in meiner portugiesischen Familie habe ich sechs Onkels. So. Und ich war, als ich in Portugal immer war, war ich mit einem besonderen Onkel von mir, der ist Pedro, der hat mir auch alles so übers Leben beigebracht. Also gerade so das Thema, also so Manieren, das Thema Gentleman zu sein, das Thema einfach ein Mann zu werden. So, der hat mir das immer beigebracht. Und er hat damals schon, als ich in Portugal war, er hat zu mir immer gesagt, hey, du bist wie dein Onkel Carlos. Und mein Onkel Carlos ist so der einzige in der Familie, der Multimillionär ist, der ein riesen Business aufgebaut hat, der sich um die komplette Familie kümmert. Also portugiesische Seite, sage ich mal, so ein richtiger G halt einfach. Und er hat schon immer gesagt, hey, du erinnerst mich, als Kind war er genauso wie du, der hat die gleichen irrationalen Sachen gelabert, der hat genauso gesagt, du wirst mal das Auto fahren und so. Und ich glaube, das ist ein riesen Punkt. Also schon von vornherein die Menschen haben sich schon davor so irrational kindisch drin gesehen, dass sie mit irgendwas erfolgreich werden. Das ist mal das Erste. Die zweite Sache ist natürlich so dieses Burning Desire. Also du brauchst einfach, du musst mehr wollen. Und ich glaube, dass jedem, ob es jetzt du bist, ob es die anderen Top-Leader bei uns sind, alle anderen erfolgreichen Menschen, die hatten schon immer so ein Feuer in sich. Die hatten schon immer so einen Wolf, der neben einem sitzt. Also Beispiel zum Beispiel, du setzt dich auf dem Sofa und denkst jetzt, okay, ich chill jetzt. Aber diese Menschen und so wie ich zum Beispiel, wir haben einen Wolf, der neben uns sitzt, der beißt uns in den Arsch, wenn wir irgendwie chillen oder so. Also ich kann das nicht. Ich kann nicht average sein. Ich kann nicht einfach nur
keine Ahnung, irgendwie irgendwo hinsetzen und den ganzen Tag Netflix schauen. Ja. So, ich kann das nicht, das geht bei mir einfach nicht. Ich raste da komplett aus. So, ab und zu gibt es schon mal Momente, wo ich sage, Alter, geil, jetzt mal vielleicht eine Serie anschauen oder mal einen Film anschauen. Aber danach stehe ich auf und denke mir so, Alter, Digga, was hast du gerade eine Stunde gemacht? So, du musst ein Business machen, du musst das machen, du musst das machen. Also schon immer diese Selbstaggression, so ein bisschen, so dieses Burning Desire. Und das Dritte ist halt dieses Warum. Ich hatte dieses Burning Desire, ich hatte schon immer diesen Punkt, wo ich gerade gesagt habe, mit diesem kindischen Selbstreflexion und diese Projektion, besser gesagt, in die Zukunft, dass ich erfolgreich werde und so weiter. Aber was mir gefehlt hat, war ein starkes Warum. Heißt, als ich aufgewachsen bin, habe ich immer meine Mom gesehen, wie sie struggelt. Ich habe gesehen, was es bedeutet und was passieren kann mit Menschen, wenn Geld knapp ist. Okay, ich habe es gesehen an meiner Family mit dem Thema Alkohol, ich habe es gesehen an dem Thema Streit, ich habe es mit dem Thema gesehen, alles, also alles, wirklich alles, das ist die schlimmste Auswirkung, die passieren können, wenn jemand oder eine Familie kein Geld hat. Und das war für mich lange so ein Warum. Und dieses Warum musste sich aufbauen. Also das heißt, ich glaube nicht, dass man nur ein Warum hat, sondern ich glaube, man hat Handlungsgründe. Also das heißt, Handlungsgründe bauen sich auf. Und irgendwann mal hat man so viele Handlungsgründe und das erklärt auch, warum manche Leute einfach manchmal länger brauchen. Es gibt Menschen hier, die sind 2 Jahre dabei und die packen es nicht und im dritten Jahr rasten die komplett aus. So, manche Leute brauchen einfach länger, weil die mehr Handlungsgründe brauchen. Da muss mehr Scheiße passieren im Leben, da muss mehr passieren, sage ich mal. Und wenn du diese Handlungsgründe aufgesammelt hast und irgendwann du wirklich so an diesem Punkt bist, so dass du so sick and tired of being sick and tired bist, also du bist abgefuckt vom abgefuckt sein, du hast keinen Bock mehr von keinen Bock mehr haben. Und an dem Punkt sagst du dann, Alter, jetzt reicht's und dann gibst du halt Vollgas. Und ich glaube, das sind so diese drei Punkte, wo man Potenzial und Leute sieht und den Unterschied ziehen kann zwischen Adlern und, wie du gesagt hast, Schafe oder Enten, sage ich mal, Ja. und oder Kühen, sagt man ja auch. Ja. Man bei dir Schafe? Ich sag immer Ja, Adler. ja. Nee, man sagt ja entweder Kühe, Schafe oder Dinge oder Enten. Das ist so die Bezeichnung für die Leute im Red Race. Und dann hast du halt die Adler. Safe. Nee, aber so würde ich das ein bisschen, so würde ich das ein bisschen unterteilen. Am Ende des Tages, wie gesagt, man sagt heute, also ich würde heute sagen, es ist so ein bisschen how you carry yourself. So, man sieht, also ich kann sehr schnell schon teilweise, und das ist jetzt sehr oberflächlich und es hört sich sehr asozial an, aber so ist es am Ende des Tages einfach. Wenn mir jemand ein Instagram-Profil schickt von jemandem, dann kann ich schon, wenn die Person postet, kann ich schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sagen, ob die Person relativ schnell erfolgreich sein wird oder nicht. Man sieht es einfach, wie die Person sich inszeniert. Und wir sind halt nun mal im Marketing. Jeder muss sich verkaufen. Es ist egal, ob du Network-Marketing machst und dich verkaufst. Es ist egal, ob du dich im Jobleben verkaufst. Egal, ob du dich deinem Freund oder deiner Freundin verkaufst. Oder du verkaufst dich die ganze Zeit. Und bei manchen Leuten sieht es halt einfach gut aus von vornherein und bei manchen halt weniger. Heißt nicht, dass du nicht erfolgreich werden kannst, auch wenn alle Punkte dagegen sprechen. Es gibt immer so diese Outcasts, es gibt immer so diese Leute, die es irgendwie trotzdem machen. So. Aber man sieht es einfach. Und vor allem, wenn man wieder ist, so wie bei dir auch, ich glaube, man kann es nicht richtig erklären, aber man hat so ein bisschen dieses Gefühl dafür, wer was reißen wird und wer nicht und wer richtig Potenzial hat und wer nicht. Man baut so ein Gefühl dafür irgendwie auf. Was sind denn da so Aber das ist. drei Eigenschaften, die direkt einfallen, die voll dafür sprechen, wenn sich jemand jetzt kurz messen möchte? Drei Eigenschaften. Also, wie gesagt, so dieses Thema. Burning Desire, so einfach mal die Frage stellen, bist du glücklich mit dem, was du hast? Wenn du sagst, ja, du bist glücklich und bist zufrieden, schwierig, weil wie wirst du dich dann bewegen? So, weißt du, ich meine, das heißt, so wirklich diese Frage in dir, bist du zufrieden, oder ich hasse dieses Wort zufrieden, aber bist du glücklich und zufrieden, wo du bist? Und bei mir ist zum Beispiel so, ich bin immer glücklich, aber ich bin niemals zufrieden. Ich bin immer dankbar, aber ich bin niemals zufrieden. Ich kann alles haben, ich kann es jetzt gerade gekauft haben, ich kann es jetzt gerade erreicht haben, ist mir scheißegal, ich bin nicht zufrieden. So an dem Tag, wo ich Frauen gegangen bin, habe ich mich hingesetzt oder schon davor habe ich mich hingesetzt und gefragt, wie gehe ich legit. Und so war das immer. Also heißt, Burning Desire ist Nummer eins. Nummer zwei ist so dieses Thema, dein Why so. Hast du einen starken Grund, hast du ein starkes Warum so? Und das Dritte würde ich sagen, ist einfach so, wie siehst du dich halt selber? Also wie reflektierst du dich selber? Siehst du dich als jemand, der mehr verdient hat? Weil die meisten Menschen, und das ist ja auch das größte Problem im Thema Erfolg, ist, dass meisten Menschen nicht daran glauben, dass sie mehr verdient haben. Allein hier, wir haben 36 Leute, bestimmt 30, die da drauf sind, glauben nicht, dass sie es verdient haben, erfolgreich zu werden. Und das ist das Schlimmste an dem Ganzen. Weil jeder von euch hat es verdient. Scheißegal. Jeder. Ja, voll richtig gut zusammengefasst. Okay, wir haben noch 5 Minuten, dann ist eigentlich schon auch schon 30, aber ich möchte noch eine Sache ansprechen. Und zwar, es gibt ja diesen einen Quote, dass viele sagen, Geld ist nicht alles. Aber, oh Gott, wie ging es nochmal? Geld ist nicht alles, aber wenn du kein Geld hast, ist Geld alles. Ist das so richtig gewesen? Ich bin mit Sprüchen nicht so gut. Aber wie siehst du das? Also von welchen viele ist jetzt mal. Also ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und würde mal sagen, dass die, die nie viel Geld hatten oder nicht viel Geld haben, genau sagen, hey, Geld ist nicht alles, weil sie eben auf andere, sich auf anderen Werten und anderen Lebensbereichen festlegen, weil sie
eben nicht in diesem Geldbereich, Finanzbereich festlegen können. Wie siehst du das Ganze? Also, so wie du gerade gesagt hast, das Geld ist nicht alles. Es ist eigentlich genau andersrum. Geld ist alles. Das ist einfach Fakt. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, wie traurig und keine Ahnung, Geld ist nicht alles. Nein, natürlich ist es nicht alles in dem Sinne. So, was bringt dir Geld, wenn du ein Vollidiot bist, wenn du uneducated bist, wenn du keine Manieren hast, wenn du keine Ahnung, was alles hast. Aber trotzdem bin ich lieber jemand, der zum Beispiel keine Manieren hat und ein Vollidiot ist und viel Geld hat. So, also heißt, Geld hilft irgendwo immer so, weißt du, ich meine. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, für Menschen einfach schwer und so war es ja auch für mich auch oder so ist es für jeden von uns so. Ich bin ja damals im Netto gestartet und habe gesagt, hey, wie geil wäre es, wenn ich 500 Euro verdiene? Und dann habe ich es verdient, dann habe ich mir die Frage gestellt, wie geil wäre es, wenn ich 1200 verdiene oder 1500? Das wäre so viel, wie meine Mutter damals verdient hat. Und als ich das erreicht habe, habe ich mir vorgestellt, okay, wie krass wäre es, wenn ich das in der Woche verdiene, also 8000. Da habe ich mir die, und so geht es halt immer weiter und immer weiter und immer weiter. Also ich bin nicht gestartet und habe gesagt, geil, Mann, ich verdiene immer mal 100.000 im Monat. Das war damals schon 10.000, war für mich so, Alter, wenn du keiner verdient, so wo ich herkomme, so Süddeutschland, da sind nur Rentner, die meisten davon irgendwie nachts Pfandflaschen sammeln, was sehr traurig ist, aber das ist immer so, man denkt immer, ja, geiles Leben und so, aber ich komme so von, keine Ahnung, bei mir waren wirklich so 10k, war so Drug Money, das war so, Alter, keiner verdient 10.000 im Monat, das gibt's nicht so. Und das, mir das vorzustellen, war unmöglich. Und als ich das verdient habe, dachte ich mir, krass, aber viel zu wenig. Und wenn ich heute überlege, ich würde 10k verdienen, dann wäre ich broke. Also heißt, das ist immer so eine Sache von der Vorstellungskraft. Und deswegen habe ich ja vorher noch gesagt, diese Fähigkeit, sich in die Zukunft zu reflektieren oder nach vorne zu projizieren und sich in etwas zu sehen, was für die meisten Menschen komplett verrückt ist, ist eine wichtige Fähigkeit, aber gleichzeitig auch zum Thema Geld ist wichtig. Also heißt, die meisten, also man sagt immer, man kann sich nur das Dreifache von seinem Lohn vorstellen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier seid und wir sagen, ich habe damals 1200, 5000 verdient, das heißt, das Maximale, was ich mir vorstellen konnte, waren so 4,5K, 4K, 3,5K, 5K Max. Und das war so, okay, das kann ich noch machen, aber danach ist es zu krass. Und das ist halt das. Also, wie gesagt, Geld ist alles. Am Ende des Tages ist es eine Selbstprojektion, beziehungsweise auf die Zukunft, auch wie du es projizierst. Und Geld, das ist halt immer so, die Reichen sagen immer, Geld ist nicht alles so, aber ich habe noch nie einen Reichen gesehen, der rumrennt und armen Leuten Geld verschenkt auf der Straße. So, sondern die Reichen sagen das, damit ihr glücklich seid. Das ist ein Coping-Mechanismus. Das ist so, wie nennt man das Coping-Mechanismus? So eine. Man redet sich das selber ein und dann ist man, dann muss man nicht mit dem schlechten Gefühl abends schlafen gehen. Aber das ist der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen. Ich bin jeden Abend eingeschlafen und dachte mir, Alter, ich habe kein Geld, ich bin broke, ich bin ein Vollidiot. So, wie kann das sein? Weil mich hat es immer angepisst, wenn ich Leute gesehen habe, die Geld hatten. Ich habe mir die Frage gestellt, warum die und warum ich nicht? Und was ist anders? Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen halt, oh, der hatte Glück, oh, reiche Eltern. Ja. Oh, keine Ahnung was. Und das ist halt einfach nur ein Coping-Mechanismus, einfach nur, damit die ruhig schlafen gehen können, weil anders würden sie es nicht machen. Und rationalisieren das halt. Und das ist halt kompletter Bullshit. Das heißt, Geld ist übertrieben wichtig, vor allem wenn du keins hast, dann geht es ganz nah an Sauerstoff. Das ist so einer meiner Lieblingssprüche zum Thema Geld. Das ist halt genau der Unterschied, ne? Also du machst dir gar keine Gedanken über die anderen Menschen, sondern du guckst halt, okay, wie kannst du ableveln? Und es ist halt der größte Unterschied, ist, dass die erfolgreichen Menschen immer nur nach sich schauen und nie nach links und rechts und nicht urteilen, also das vor allem nicht. Und das ist halt der größte Unterschied, wo ich auch schon direkt sehe, okay, hey, du bist jetzt zum Beispiel eine Ente oder was auch immer, wenn du halt schon direkt anfängst, schlecht zu reden, schlecht zu urteilen. Also genau, du weißt, was ich hinaus möchte. Aber wir sind jetzt auch schon eine halbe Stunde am Quatschen. Echt krass, aber danke für deine Bitte Zeit. schön. Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen, weil mir eigentlich noch super viele andere Sachen einfallen. Ich glaube, für heute reicht es mit dem Menstrual Real Talk. Danke, Miguel, für deine Zeit. Willst du noch Immer. jedem was mitgeben? Zum Schluss? All in all kann ich auf jeden Fall nur sagen, dass jeder, der hier am Start ist, ob ihr jetzt bei Sarah seid, nicht oder irgendwo anders oder euch das zum ersten Mal anschaut und schon länger am Start seid, so, keine Ahnung. Mein Mentor hat immer gesagt, wenn du wissen willst, wie eine Cola schmeckt, probier sie. Und das war einerseits einer der stupidesten Aussagen, die ich je gehört habe, aber auch einer der krassesten, die ich je gehört habe, weil ich habe es damals immer so kompliziert gemacht und habe mir so viele Gedanken dazu gemacht. Und dann natürlich all in all so natürlich ultra stolz auf dich. Ich meine, du bist vor kurzem Platinum gegangen, auf dem Weg zum Diamond, immer Vollgas am Geben, so bist eine große Inspiration für die Leute, auch in der Zeit, in der du es gemacht hast. Und am Ende des Tages weiß ich, dass du die Leaderin bist mit einem oder eine Leaderin bist mit einem sehr guten Herz. Und sowas wird immer gewinnen. Deswegen mach auf jeden Fall weiter so, Habibi. Und jeder, der bei dir im Team ist und auf diesem Call ist oder allgemein, darfst du auf jeden Fall glücklich schätzen, dich als Mentorin zu haben, weil man hat leider nicht immer so viel Glück mit guten Mentoren. Und bei dir haben die Leute auf jeden Fall Glück. Deswegen cool, dass ich am Start sein durfte. Und wir sehen uns bald in Rotterdam. Let's go. Ja, genau. Bis dann. Danke dir, Miguel. Ciao, Ciao, ciao. ciao.